Der berühmte Pariser Obelisk wird von seiner Schmutzschicht befreit. Anlass der Restaurierung ist der 200. Jahrestag der Entzifferung der ägyptischen Hieroglyphenschrift durch den Franzosen Jean-François Champollion im Jahr 1822. Das deutsche Unternehmen Kercher finanziert einen Großteil der Reinigung, die etwa 1 Million Euro kostet und bis zum Sommer dauern soll. Der Obelisk befindet sich auf der Place de la Concorde, einem der verkehrsreichsten Plätze in Paris. 23 Meter hoch und mehr als 200 Tonnen schwer ist die Granitstele. Sie war ein Geschenk des ägyptischen Vizekönigs Mohammed Ali Pascha an den französischen König Louis Philippe. Der Obelisk stammt aus dem Tempel von Luxor und wird mit einem Alter von rund 3300 Jahren auch als ältestes Monument von Paris bezeichnet.